Das ist alles nur durch dich möglich gewesen, Mom. Aber ein Freund hat mir mal erklärt, wenn ich meine Schwiegereltern wie meine eigenen Eltern betrachte, wird es mir leichter fallen, sie zu akzeptieren. Wir alle verkomplizieren unser Leben völlig unnötigerweise mit Kompromissen, Akzeptanz und was weiß ich noch. Aber man muss nicht nach der Akzeptanz seiner Mutter suchen. Eine Mutter akzeptiert ihr Kind unter allen Umständen. Simran, Roshni ist gerade in deinen Gedanken, nicht wahr? Ich denke, was man wirklich gut beobachten konnte, ist, wie Roshni sich weiterentwickelt hat. Sie kann jetzt auch die Sachen, die eine gute Hausfrau können sollte. Hm? Roshnis Charakter kann man nicht lange ignorieren. Fühlst du nicht, dass Roshni wirklich aufrichtig ist? Kannst du denn nicht sehen, dass sie versucht, ihre Beziehungen zu retten, sie zu beschützen, sie aufrechtzuerhalten? Es ist nicht leicht, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Man muss seine eigenen Interessen beiseite legen und hart daran arbeiten. Und ich weiß genau, was Roshni vorhat. Sie spielt uns das alles nur vor. Und das macht sie wirklich gut. Nach all dem, was vorgefallen ist, denke ich nicht, dass ich Roshni auch nur ein kleines bisschen Vertrauen schenken könnte. Sie muss uns als Familie akzeptieren. Du lügst mich gerade an. Wenn das tatsächlich das wäre, was du für Roshni empfindest, würdest du nicht so intensiv über sie nachdenken. Simran, du bist meine Frau. Ich kenne dich wirklich gut. Es wird der Tag kommen, an dem Roshni dein Herz zurückerobern wird. Und dann wird sie wieder zu deiner geliebten Schwiegertochter. Alles wird wieder normal. Du wirst sie lieben wie vorher. Du hast alles aufgegeben, nur damit sie in unserer Nähe sein kann. Warte es nur ab. Ich bin sicher. Warte nur. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du mir etwas schenken magst. Ich möchte nur nach der Möglichkeit fragen, eine gute Schwiegertochter zu sein. Hör mir gut zu. Einen Fehler zu machen ist auf jeden Fall menschlich. Aber merk dir eine Sache: Missbrauche niemals mein Vertrauen. Vergiss einfach alles andere. Kritika, ich wusste nicht, dass es dir so schlecht geht. Ich weiß, warum du sauer bist, aber wir sollten diese Niederlage nicht so einfach hinnehmen. Wir müssen uns etwas Besseres ausdenken. Wir denken uns einen besseren Plan aus. Was soll ich noch tun, Rajvir? Roshni lebt immer noch in diesem Haus. Alle unsere Pläne sind fehlgeschlagen. Und diese alte Frau! Verdammt!
Ich kann es nicht ausstehen, Roschny zu sehen. Diese alte Frau ist den ganzen Tag damit beschäftigt, ein Loblied auf Roschny zu singen. Und ich bin dazu gezwungen, mit ihr rumzuhängen. Den ganzen Tag ertrage ich das. Warum ist sie so beeindruckt von Roschny? Aber das ist doch noch lange nicht in irgendeiner Form das Ende der Welt für uns. Du musst es nur abwarten, Baby. Omi hat Roschny vielleicht heute ihren Segen gegeben. Aber ich kann dir versichern, dass sie sie in jedem Fall aus dem Haus werfen wird. Und wir sorgen dafür, dass sie es höchstpersönlich macht. Wie soll das gehen? Wir müssen jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Hör mir gut zu. Oh mein Gott, Rajvir. Das ist wirklich gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Rajvir. Ich werde mir euch alle einzeln vornehmen, Stück für Stück. Und dann werde ich von hier abhauen. Ich habe Sam nicht wegen dir verlassen. Ich bin hier, weil ich Geld machen will. Ich werde mir etwas anderes suchen, in einem anderen Land. Und euch hinterlasse ich ohne einen Penny. Siddharth? Ich will dir danken, dass du mir und Mutter im allerletzten Moment geholfen hast und für uns da warst, als wir es brauchten. Deswegen Dankeschön für alles. Siddharth, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Siddharth? Sorry, ich hatte gerade noch die Ohrstöpsel drin. In diesem Raum hier gibt es einfach zu viele Mücken. Wenn die so bim, 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 bim die ganze Zeit an mein Ohr fliegen, da werde ich schnell mal wahnsinnig. Deswegen benutze ich diese Ohrstecker. Hast du eben was gesagt? Gar nichts. Okay. Gute Nacht. Dir auch eine schlechte Nacht. Was tust du denn da? Kannst du etwa nicht einschlafen? Was habe ich getan? Du hast doch was vor. Versuchst du mich irgendwie umzubringen? Dann sollte ich dich vorher noch mal warnen. Ich bin nämlich ein gefürchteter Karate-Champion. Drehst du jetzt etwa völlig durch? Sch, du! Sch. Es wird immer lauter! Was ist das? Oh. Ah! Oh. Was ist los? Oh Gott! Nein! Oh mein Gott! Was ist los? Was ist passiert? Oh Gott! Oh Gott! Ist seine Maus im Bett? Oh. Sieh sie dir an, sie verhalten sich wie Kinder. Das ist doch nur eine Maus. Warum schreit ihr denn so rum, hä? Was sollen die Leute nur denken? Und wenn das jemand mitbekommt, hä? Dann werden sich alle über uns lustig machen. Wartet! Weg von hier! Bewegung! Hau ab! Na komm, komm schon! Verschwinde! Weg von hier! Hör auf, Omi! Was hast du denn mit der Maus vor? Los, los! Mom! Nein! Oh, Ruhe jetzt! Seid ruhig! Nein!
Wo ist die Maus bloß hergekommen? Es ist nur eine Maus. Was soll damit sein? Es ist keine große Sache. Ihr könnt euch alle mal wieder ein wenig beruhigen. Richtig. Sei jetzt still. Sieh an. Aha. Die Maus ist schon lange weg und die beiden können es nicht lassen, sich gegenseitig anzufassen. Ich habe die Maus verscheucht, wie ihr alle gesehen habt. Und es war ein Kinderspiel. Ich bin zwar älter als du, aber ich habe immer noch mehr Mut. Ja, du hast schon recht, genau so. Es war nur eine Maus, sie hätte uns nicht verletzen können. Ich bin ein starker Junge, schau her. Ich hatte keine Angst vor der Maus, aber Roshni hat geschrien. Sie hat ihr unnötig viel Terz gemacht. Ich habe nur wegen ihr geschrien, ich wollte ihr nur helfen. Wie könnte eine Maus mich verletzen? Tch, eine Maus. Was? Was? Bleib nur dabei, Sid. Ha? Ich bin zwar alt, aber ich habe gute Augen. Ha? Du hast noch viel mehr rumgeschrien, als sie es getan hat. Du bist echt ein Idiot. Ha? Hä? Schläfst du etwa hier? Schläfst du etwa nicht mit deiner Frau in einem Bett? Oh, Omi, ich habe eine Erkältung. Ich will nicht, dass er sich infiziert. Deswegen haben wir getrennt geschlafen. Roshni, sehr gut. Sehr gut von dir mitgedacht. Mom, geh besser schlafen. Okay, am Ende das steckst wird du schon dich gehen. Auch noch an. Na komm, komm gehen schon. Wir, gute gehen Nacht. Wir schlafen. Schlaf gute gut. Nacht. Träumt was Schönes. Gute Nacht. Schließ die Tür hinter euch. Gute Nacht. Schlaf gut, Dad. Jetzt geh schon in dein Bett. Ich will nicht ich will mehr, nicht hier, mehr sein. Hier sein. Oh. Die Maus ist immer noch im Raum! Die Maus ist immer noch im Raum! Warum lachst du? Du hast doch keine Angst vor Mäusen. Warum schreist du denn so? Als meine Mutter noch in diesem Haus gelebt hat, hat es hier nirgendwo im Haus Mäuse gegeben. Und jetzt sind sie einfach überall, im ganzen Haus zu finden. Sie haben vor niemandem Angst. Ich glaube, ich habe auch Kakerlaken gesehen. Denken wohl, sie seien willkommen. Eins ihrer Familienmitglieder ist zurück. Sie tut einfach nur die ganze Zeit so, als ob sie vor überhaupt nichts Angst hätte, aber das stimmt so nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Maus! Wo? Omi, lass mich wissen, wenn ich dir bei den Vorbereitungen für die Party helfen kann. Nein, Liebes. Du solltest heute gar nichts tun, ha? Wir haben diese Feier und zelebrieren deinen Sieg. Die Party wird bestimmt ein riesiger Spaß. Simran trifft die Vorbereitungen, nicht wahr? Ja. Und ich würde vorschlagen, dass du die Snacks selbst zubereitest und dir Mühe gibst. Okay, Mom. Mom, ich werde dir dabei helfen. Deine Omi? Hat was gesagt oder hörst du nicht zu? Ich werde alle Vorbereitungen treffen. Ich habe alles für viele Jahre allein gemacht. Guten Morgen alle zusammen. Guten Auf Wiedersehen Morgen. Alle zusammen. Sag mal, wohin rennst denn du? Wir haben heute Abend eine Party. Komm schnell von der Arbeit zurück, hä? Die brauchen dich nicht so dringend. Es tut mir leid, aber ich werde es nicht schaffen. Ich habe viel Arbeit. Ich sollte Komm gehen. Komm schon, Sid. Wie kannst du die Party nur für ein sinnloses Meeting verpassen? Nicht wahr, Omi? Mein lieber Ratschwir,
Ist doch einfach dein Frühstück, hä? Du bist die glücklichste Person, die ich kenne. Du kriegst all diesen Luxus hier und bekommst ihn völlig umsonst. Nicht alle sind so glücklich wie du. Iss nur weiter. Sid, du wirst heute früher nach Hause kommen, ja? Ansonsten werde ich wütend. Okay, Omi. Ich sollte gehen. Tschüss alle zusammen. Viel Spaß. Okay. Fahr vorsichtig. Roshni, Liebe, ich hoffe, deine ganze Familie kommt zu der Party. Was ist mit deiner Mutter und deiner Großmutter? Du musst sie einladen. Du gehst deinen Weg. Und ich werde meinen Weg gehen. Aber du solltest dir über eins im Klaren sein. Wenn du dich nicht bei ihnen entschuldigen wirst, dann werde ich auch nicht hierher zurückkommen. Warum denkst du denn so viel nach? Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Habe ich nicht recht? Omi, Mom kann vielleicht... Roshni, meine Liebe. Wenn deine Mutter es nicht schafft zu kommen, dann lad Großmutter und deine Tante ein. Sie kommen gern. Habe ich recht? Okay, Papa. Ruf sie bitte an. Rajveer ist weiter. Na komm, los. Ich gehe nirgends hin. So verrückt wie du bin ich noch lange nicht. Ich weiß, was für einen großen Fehler meine Tochter begangen hat. Ich will da nicht hingehen, was auch immer da ist. Ich bestehe darauf, dass wir zu dieser Party gehen. Roshni hat mich eingeladen. Ich gehe auf jeden Fall hin. Mona, sag schon, was denkst du darüber? Wirst du auch mitkommen und wir gehen zusammen hin? Ma? Alaknanda, du bist unmöglich. Samaira? Wo willst du jetzt schon wieder hin? Hey Sam, wo gehst du so früh schon wieder hin? Erzähl's mir. Mom, ich habe dir das doch schon erzählt. Ich brauche Sachen für die Arbeit. Ich muss dringend shoppen, damit ich mal wieder etwas Neues habe. Dann gehe ich aufs Konsulat. Um die Visa abzuholen, davon habe ich dir erzählt, Mom. Ich gehe bald nach Shanghai für ein paar Tage. Okay, bye bye. Ich hoffe nur, dass Roshni bald eine Entscheidung trifft und dann endlich alles vorbei ist. Oh Gott. Kann ich dir vielleicht helfen, Mom? Was machst du denn hier, Roshni? Geh bitte weg. Madan, kommst du her? Madan ist los, Gemüse einkaufen. Ladu wäscht die Wäsche und Ram kümmert sich ums Haus. Mom, ich weiß, dass du immer noch sauer auf mich bist. Du willst einfach nicht, dass ich dir helfe. Wenn du es wünschst, kannst du mich auch einfach hier rausschmeißen. Aber von selbst werde ich nicht gehen. Ich denke, was man wirklich gut beobachten konnte, ist, wie Roshni sich weiterentwickelt hat. Sie kann jetzt auch die Sachen, die eine gute Hausfrau können sollte. Es wird der Tag kommen, an dem Roshni dein Herz zurückerobern wird. Und dann wird sie wieder zu deiner geliebten Schwiegertochter.